Thema heute ist Sprache. Ja, du bist mir ja noch drin. You have to wait for the next train. Und wir fanden das besonders interessant. Carlo, da war immer. Weil Sprache good evening, ladies and gentlemen. Welcome. Bonsoir, monsieur et madame. Bienvenue. Sprache. Ausdruck und Darstellung von Gedanken, Gefühlen, Willensregungen durch sinnvolle Zeichen, Zeichensprache, Gebärden und Gebärdensprache, insbesondere durch laute und gefügte Worte. Auch das jeweilige System der Ausdrucksmittel als solches, die Nationalsprachen, die Fachsprachen. Das war schon mal so der kleine Überblick aus dem Lexikon. Боинг взревел турбиной в Шереметьево на полосе. Мне не слышно, не видно платочка любимой и не слышно прощальной слезы. Ну и где их визы Вайнендорф, их без флигишен, я скажу. Но знаю я, что добрый час, она молилась за нас, чтобы полет прошел спокойно и с трапом вы сошли достойно. Вот Дюссельдорф, скопище городов, нас встречает уже не вчера, а любимую в Москву уже ехать пора. Schalten stets gemeinsam ein, denn sie glauben an das Programm und den Gottschalk oder die Lottozahlen. Schauen sie sich wie selbstverständlich an, ja, der Kraft der Illusionen verfallen jeden Tag Millionen. Es ist der Reiz der Einstiegsdrogen, sie werden alle verbogen. Haschisch rauchen ist harmlos, glaube mir, mein Kind, weil die Menschen in diesem Land schon viel länger abhängig sind. Es ist sicher nicht gesund, den ganzen Tag gekifft zu sein, doch vertraue bitte nicht noch länger ihrem rosaroten Heiligenschein. Doch vertraue bitte nicht noch länger, sonst machen sie dich ein. Lebendigen Worte bin ich gut, das springt heran so wohlgemut, das grüßt mit artigem Genick, ist lieblich selbst im Ungeschick. Hat Blut in sich, kann herzhaft schnauben, kriecht dann zum Ohre selbst dem Tauben und ringelt sich und flattert jetzt, und was es tut, das Wort ergötzt. Doch bleibt das Wort ein zartes Wesen, bald krank und aber bald genesen. Willst du ihm sein kleines Leben lassen, musst du es leicht und zierlich fassen, nicht plump betasten und bedrücken. Es stirbt oft schon an bösen Blicken und liegt dann da so ungestalt, so seelenlos, so arm und kalt, sein kleiner Leichnam arg verwandelt, von Tod und Sterben missgehandelt. Ein totes Wort, ein hässlich Ding, ein klapperdürres Kling, 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 pfui allen hässlichen Gewerben, an denen Wort und Wörtchen sterben. Niçin ağlarsın bülbül hay, hasret şiir? Sen bunda garip mi geldin, niçin ağlarsın bülbül hay? Yarulup iz mi yanıldın, niçin ağlarsın bülbül hay? Bist du denn fremd hierher gezogen? Ach, warum weinst du, Nachtigall? Und hast ermattet dich verflogen? Ach, warum weinst du, Nachtigall? Karlı dağları mı aştın, derin ırmaklar mı geçtin? Yarından ayrı mı düştün? Niçin ağlarsın bülbül hay? Hast hohe Berge überschritten? Bist über Flüsse tief geglitten? Hast Trennung du vom Freund erlitten? Ach, warum weinst du, Nachtigall? Hey, ne Yavuz inlersin? Benim derdim yenilersin. Dostu görmek mi dilersin? Niçin ağlarsın bülbül hay? Ach, wieso bitter klingt dein Flehen?
Neu lässt du meinen Schmerz erstehen. Du möchtest deinen Freund wohl sehen? Ach, warum weinst du, Nachtigall? Kanadın açabilirsin. Açıben uçabilirsin. Hicaplar geçebilirsin. Niçin ağlasın, Gülbihay? Du kannst doch deine Flügel breiten und kannst sie ja zum Fluge weiten und alle Schleier überschreiten. Ach, warum weinst du, Nachtigall? Sahne sanft. Freiflüge bei Filmvorführungen finden Cineasten und andere Freunde der Filmkunst fantastisch. Freundlich begrüßen sie Wüsten und kumpelhaft des Dschungels Kraft. Ferner feiern sie fliegende Teppiche wie Gedichte, führen fein ausgearbeitete Salti vor und landen sanft in fremder Länder Sand. Bis an den Rand der Landkarte zieht es die Karawane. Auf Katamaranen ahmen sie den Gesang von Walen nach. Ein Varan tarnt sich an der Küste von Galapagos. Als Aras und andere Papageien schreien, ist das Geplapper groß. Fast nahtlos erfolgt das Pathos. Ein Walross robbt in der Arktis durch Schneeebenen. Eben gesehen leben träge Gesellen ihr Leben, treibend auf Wellen, auf Schollen aus Eis. Manche meiden die Kälte und wollen es heiß. Doch hier herrscht subpolares Klima und weder Lima noch Riga. Fieber ist wie Tiefflieger, es kommt selbst im Frieden immer wieder. Doch wir bleiben mitunter gesund und munter. Unsere Gruppe guckt, dick vermummt im Trupp, nach den Rotten, wobei sie Robben verkloppende Wilddiebe stoppen. Sie tätscheln die Gletscher, deren Schmelzwasser plätschert. Über Stoppeln von Feldern und durch trockene Wälder geht es für die Globetrotter locker durch Flora und Fauna zum Glück zurück in heimische Aura. Keiner ist sauer, das hat sich gelohnt. Wer bleibt, wo er wohnt, der bleibt davon verschont. Der scheint leider Neider zu sein, es sei denn, er findet sich ein. Geht in den Film seiner Wahl, ein kleiner Saal mit Stühlen im Spalier und gekühltem Bier. Wer still bleibt, keinen Mucks macht und sitzt, dabei seine Erdnüsse isst, wird schnell zum Rucksacktourist, der die Erde beschützt. Psst. Dankeschön. George Orwell, 1984 oder war es 2001? Das Wahrheitsministerium hat festgelegt, dass der Begriff Zentralismus nicht mehr für die Außenpolitik der Ozeanien